Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arc Series. Jetzt Arc Series? Ich weiß es nicht. Zu einer weiteren Folge Arc so. Letzte Folge haben wir das Fiomia gezähmt zum Ende hin. Wir werden uns jetzt ein bisschen was hier abpflücken. Oh, was ist da oben? Ein Dinoceros, ne? Ich glaub schon. Die sind, glaube ich, nicht per se aggressiv. Die sind, glaube ich, so. Wie nennt man das? Wie die territorial, glaube ich, sind die so aggressiv wie die Teresinos. Nicht per se, aber wenn du zu nahe kommst, hast du verschissen. Flower, ein bisschen Kartoffel, ein bisschen da. Nehme ich zwei davon, nehme ich das Fiber, nehme ich auch. Okay, Fiber sammeln die tatsächlich doch nicht so gut, wie ich dachte. Ist ja nicht schlimm. Wir nehmen... Wait. Nichts anderes brauchen wir. So, diese Folge werden wir uns ein bisschen um die Wehrhaftigkeit von uns kümmern. Und die... Oh, das sind Rodern, gut. Und um die, um die Trank Darts. Bogen haben wir. Trank Arrows können wir, glaube ich, bald oder jetzt schon machen. Das heißt, wir müssen uns nur noch darum kümmern, dass wir die Sachen noch bauen können. Mortar und Pestle können wir auch schon bauen. Eine Hose brauche ich noch. Ich brauche Mortar und Pestle. Stone, okay. Stone ist ja nicht das Problem. Da haben wir genug hier. Mehr als genug. Only Stone. Dann einmal Mortar und Pestle, please. Okay. Nein, das. Einmal Mortar und Pestle, please. So. Zack. Dann haben wir nämlich die. Das Fleisch. Du hast das Fleisch, ne? Fleisch braucht noch 5 Minuten. Hast du noch Fleisch? Nein, gut. Dann können wir das nämlich vorbereiten. So. Wir haben nochmal 2 Level-Ups. Sehr gut. Nur so Island-Stuff. Eine Large Storage Box. Intake brauchen wir nicht. Oder kommen ein paar lange Hälse dazu? Oh, ja. Würde ich halt gerne, aber ich brauche noch die Psittacosauren. Und wir bräuchten ein bisschen Fall. Männchen von den Zentaus wäre auch noch ganz cool. Das hat ein Weibchen. Bist du aggro? Nein. Mit Level 24 kann man den schon zähmen. Krasser Shit. Gar nicht gedacht, welches Level bin ich? 17. Und der ist jetzt nur Level 6, der kann jetzt nicht so viel. Und auch alleine. Aber die sind mega krass. Das sind mega die krassen Tiere. Die haben halt, sind halt giftig. Und ich glaube, die geben auch Schaden zurück mit den Spikes. Hey. Und das macht die so OP. Jetzt noch auf das. Die möchte ich möglichst weit rennen können. So, 5 Minuten, sagt er mir, 3 Minuten noch. Mal hier einen von den Dings hinten anfüttern. Von den Langhälsen. Ehrlich drin? Oh. Ich, die macht das nie wieder. Alter. Nee, scheint nicht gefährlich zu sein. Sehr gut. Ein Dillo, den möchte ich ungern aggroen, aber den ja aggro ich. Weihnachtsdodo, stirb! Stirb. Weihnachtsfarben sind so hässlich. Ja. Da ist noch ein Zentau. Mail.
Mike. Na, Langhals ist ja so weit vorne. Das ist nochmal ein Zentau. Bin ich hier auf der Ebene? Egal. Dann haben wir hier ein Mail. 156, nehme ich. Du bist auch ein Mail 24, brauche ich nicht. So, ich brauche aber noch den Langhalsosaurus. Ich meine, der war hier vorne. Das ist ein Sakko. Das ist nicht. Gucken wir es jetzt erstmal runter. Da ist er doch. Blind. Einfach nur blind. Den fütter ich jetzt auch einfach mal an. Fleisch, noch eine Minute. 84, zack. Keine Ahnung, was der macht. Die Dinosaurus. Und ein grüner Drop. Das hier Split Deck voll. 72 Fleisch da hinten. Freund entgegen. So, also wir dürfen nicht zu weit in die Mitte, aber hier vorne ist alles safe. Keine Piranhas, die hierher kommen könnten. Sako ist, glaube ich, mittig. Meistens schwimmen die ja immer im Kreis rum. Unser Glück. So. Dann mal rein damit. 20 Sekunden noch. Mal rein damit. Weit können wir auch noch wegpacken. Mal raus. Nehme ich da noch die raus, dann haben wir auch 73. Dann haben wir einen guten Amount of Narcoberry-Gedöns. Narcotics. Kriegen gut XP dabei. Töte meine Trodon. Sehe schon, wie es Nacht wird und der einfach dann in der Nacht. Stirb. Ein böser Trodon. Ein hübscher Trode. So, wir haben zur Auswahl, glaube ich, Herasauren, Raptoren, Dillos. Das ist so das, was im Moment im Anfang, glaube ich, am meisten funktioniert. Was wir noch nicht haben, sind Trank Arrows. Die kommen mit 21, glaube ich. So, ja, da unten sind sie mit 21 erst. Austroraptor, Nigersauren, Nymonosaurus. Not able to turn meat into jerky. Oh. Okay. Raptoren können wir uns jetzt holen. Pachis könnte ich eigentlich deaktivieren. Und den Luffus. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den hier. Parieren den. Uns ein paar Steine mitnehmen. Olas wären noch ganz gut. Zwei, drei Stück. Oh, da hinten wurde gerade was angegriffen. Oh, das ist ein großer Dillo. Ich lasse den erstmal machen. Oh, jetzt nicht mehr. Kann ich
nicht genug Steine für dich dabei, Mann. Einfach umkippen. Please, kipp um. Fuck, fuck, ich häng fest. Oh, come on, ich hasse es. Alter, komm schon. Ich finde auch gerade keine Steine. Jo, klar. Schon klar. Alter, ist das buggy manchmal. Habe ich das Problem? Der ist jetzt immun gegen Bolas. Ich habe nichts mehr dabei. Wo ist der Ausgang? Da. Und er darf jetzt nicht so weit hier rüberkommen, weil sonst ist tot. Noch. Nein, lass das. Mit. Mit hier hoch. Ja, spuck ruhig nochmal. So, ciao. Nehmen. Stirb bitte, also nicht sterben, aber leg dich hin. Dein Ernst? Was willst du denn jetzt? Die Leine. Greifen Parasauren bitte an. So. Und schläg dich hin jetzt. Geht doch. Oh. Wir brauchen ein bisschen mehr Fleisch bestenfalls. Ich habe aber, glaube ich, nichts hier, was uns Prime gibt. Heißt, wir greifen einen Schubs an, I think. Fiber und Sedge brauchen wir. Obwohl Level 30 geht. Stirb. Und so viel Leben, das ist unglaublich. Stirb, Mann. Auf meine ganzen Pfeile zu fressen. Stirb doch einfach, Mann. Angreifen tun die auch. Okay. Pfeile zurück. Ja, geht. Fleisch, sehr gut. Bisschen Heidi-Heid. Das war doch meine Ausbeute. Der gibt spezielles Fleisch, das weiß ich noch. Und er kriegt Headshots. Ich finde, alle Tiere sollten Headshots kriegen können. Außer vielleicht die ganz großen Fleischfresser. Hui! Ja. Raw High Protein Meat. Ich weiß allerdings nicht, was das macht. Ich habe das Gefühl, dass das nicht zum Zähmen geeignet ist. Ah! Health Restore. Cool. Ich gebe das mal unserem Schweinchen. Ich weiß, es ist krank. So. Ein bisschen Movement. Ein Level noch. Gucken wir uns erstmal unseren Dillo, unseren, ich glaube, reitbaren Dillo tatsächlich. Vielleicht doch nicht.
Dann steh mal auf, kleiner Delulu. Die sieht schon cool aus. Sie haben Weibchen. Wir können übrigens auch irgendwo umturnen. Ja, den können wir reiten. Geil. Mit? Der hat ein gutes Level. Er hat okayes Leben. Also 1400 ist echt okay. Natürlich wenig Weight, weil es halt ein Dillo und ein bisschen gut. Also Stamina ist auch okay. 24 war das. Die will ich mir holen. So, mein kleiner Dilophosaurier. Hallo? Kraft. Können wir uns jetzt auch ein bisschen zur Wehr setzen? Wir brauchen allerdings noch mehr. Das reicht nicht. Ja? Fern, please. Hier kann weg. Wir haben jetzt Level 21 erreicht. Das heißt, wir können uns jetzt offiziell zur Wehr setzen. Fleisch gespoilt. Trank Arrows. Machen wir alle zu Tranks, die wir haben. So. Und wir holen uns jetzt die beiden Saurier, die wir angefangen haben zu zähmen. Das war der hier. Sich resettet, der hat sich resettet. Scheiße, das war der hier. So, Dillo. Hiervon. Und friss mal noch ein bisschen von dem Schwein. Der Protein-Meat ist nämlich ganz gut für dich. Eben dazu. Und du kriegst das Zeug hier erstmal. Ja, da frisst er das, oder wollte ich gerade sagen, frisst das. So, ja, nice. Wir haben die Möglichkeit, auf Rechtsklick zu spucken. Und wir haben einen normalen Angriff. Ist halt für ein Dillo auch völlig okay. Was wir leider haben, ist dieses komische einmal kurz stoppen, wenn wir springen. Außer natürlich im Wasser. Noch so nicht die. Habe ist schon echt cool. Jetzt würde ich noch gerne ein gutes Männchen haben, dann können wir da Babys machen. Mal gucken, ob wir hier eins haben. Oh, apropos Männchen haben. Mitkommen, aber passiv sein, please. Auch ein paar Bolas. Cool, Dinocerus. Yay! Ich wollte schon immer mal einen Dinocerus neben meiner Base haben. Bola, Bola, Bola. Hielt. Heid. Oh, okay. War kein Problem. Doch ein Problem. Bräuchten eigentlich einen Saurier, der angreift. Der ist zu High Level, naja. Komm schon, Dillo! Nice, wie der verlangsamt. Hey! Was machst du denn? Chibi. Jetzt droppen alle von der Prehistoric Beast Mod und Chibi. So, was sollte ich machen? Bolas. So. Jetzt aber. Bola, 4 Stück. Hau rein. Du kriegst Leben dazu. Ja, bist ganz toll. Bist ein ganz toller Dillo. Moment. Bin so schwer, ne? Ich glaube schon. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Sind wir ein bisschen leichter. Immer noch mal. Zack. Langsam kommt da meiner Base unangenehm da. Ich fürchte, wir müssen da einmal was tun. Wenn der halt drankommt und aggro wird, habe ich ein Problem.
müssen wir, glaube ich, was tun. So, wir tun auch noch was anderes. Im Tau, ist der jetzt, ist der komplett resettet? Ja, auf 100% ist der. Dann holen wir uns den nochmal. Frage, was mache ich mit dem Dinosaurus? Nehme ich den Centau, hoffe, dass ich schneller bin und renne mit dem so weg? Haben wir irgendwo den Lufus hier? Nee, ich glaube, die sind alle gestorben. Alternative wäre, denen zum Sarko zu locken, aber ich glaube, das ist zu weit weg. Ja, mal gucken. Ich fütter jetzt den da nochmal, dann gehe ich mal rüber mit dem Zentau. Und gucken wir mal an, ob das... Eine Sekunde. Ah, so. Du bleibst da. Gefühl, dass der deutlich schneller ist. Ist das eigentlich der, der von oben kam? Das wäre krass. Oh oh. Oh, okay, er greift nicht mich an. Er kommt aber ziemlich nah. Greift denn der da an? Frage, wenn ich Looking for Danger mache. Geht der da rein? Nein, tut er nicht. Ja. Was macht er? Tötet er sich vielleicht gerade selber? Nee, ne, das sind nur die Federn, die so aussehen. Können wir ein paar Arrows basteln? Komm mal mit. Also mein Plan ist jetzt tatsächlich, ich bastel mir Arrows, versuche den im Wasser abzuschießen. Bestenfalls stirbt er, schlimmstenfalls rennt er zu mir und dann versuche ich halt wegzulaufen. Mehr kann ich nicht wirklich machen. Oh. Okay, das Geräusch gefällt mir absolut gar nicht. Das ist sehr gefährlich. Könnte mir aber helfen mit dem Dinoceros. Denkt mir, das irgendwo da drüben, das ist auch ein Dillo. Arrows, 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 so. Level up, nochmal eins im Movement. Wollte gerade sagen, ist er gerade gestorben, aber nein, leider nicht. Ich glaube, das, was er angegriffen hat, ist gestorben. Kommt nicht zu mir. Er kommt zu mir und er ist schneller.
Na, das war's. Boah, so schnell kommt man ja gar nicht weg. Level 42, okay. Gut, also ist ja kein Problem. Ich bin im Bett gespawnt. Wir haben ihn etwas von der Base weggelockt. Wir sind dabei, einen High Level 19 Tau zu zähmen. Ist also kein so krass großer Verlust. Er ist auf jeden Fall ein ganzes Stück von der Base weg und hat da hinten ein paar Monster, die er attackieren kann. Vielleicht kommt er dann auch erstmal nicht zurück. Ja, Folgenlänge ist erreicht. Ich laufe jetzt noch zu meiner Leiche, hol die einmal ab. Und nächste Folge beschäftigen wir uns weiter damit, die beiden da hinten zu zähmen und unsere Dillo-Armee zu vergrößern. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.